Gibt das Leben dir eine Chance? Dann greif zu. Sie verlassen uns. Und wann? Naja, was ist schon endgültig? Das klingt jetzt nicht mehr so entschlossen wie gestern Abend. Was ist passiert? Ich habe erfahren, dass Sandra Bernd den Laufpass gegeben hat. Das gibt's nicht, ne? Unser Spotlight? Es gibt doch da diese Bande. Was wäre denn, wenn... wenn die leider bei uns zuschlägt? Dann würde die Versicherung den Schaden ersetzen. Genauso viel Geld, wie wir bräuchten. Das ist Betrug. Oder es ist die Lösung. The morning painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Kommt nicht in Frage. Überleg doch mal. Vergiss es. Ich mach das nicht. Okay, dann musst du eben weiter Mitarbeiter entlassen. Es muss doch eine andere Lösung geben. Eine legale. Es gibt keine andere Lösung. Im Grunde ist das nicht mehr als ein Versicherungsbetrug. Was auch eine Straftat ist und kein Kavaliersdelikt. Ach komm. Genau genommen holst du dir nur zurück, was du jahrelang eingezahlt hast. Nein. Kommt nicht in Frage. Ich will nichts mehr davon hören. Alles hat einmal ein Ende. Große Abschiedsparty im Spotlight. Frau Eichert, grünen Smoothie wie immer? Ja, danke. Schade um das Spotlight. Ja, stimmt. Aber manchmal ist das so im Leben. Irgendwann ist alles mal vorbei. Offenbar. Ralle? Matze? Was machst denn du hier? Ich dachte, du bist in Dubai. Dubai ist vorbei. Was machst du hier? Heimaturlaub? Nein, ich habe dich hierher versetzen lassen. Morgen fange ich an. Ach, echt? Ja. Wo wohnst du? Ich habe noch nichts gefunden. Ich bin im Drei Könige untergebracht. Ich muss dann mal. Hallo. Ja, hallo. Mach's gut. Ja, du auch. Wiedersehen. Wie war denn das? Das war Steffi Graf. Du meinst deine Steffi Graf? Echt? Hey, schön, dich zu sehen. Mann, ey. Verrückt. Ist das schön. Komm rein. Sind die anderen da? Simon? Delay? Nö. Und jetzt? Nochmal. Heute wollte ich eigentlich den ganzen Tag frei machen und nur dir. Ich bin auch zu Hause. Oh, hey. Lasst euch nicht stören. Ansonsten hat Charlotte auch noch ein Zimmer. Ah. Ihr stört gar nicht. Oh, das ist aber nett. Okay, ich glaube, ich hau ab. Okay. Wollen wir uns einen netten Abend machen? Alle zusammen. Ja, coole Idee. Aber eben bin ich dir doch noch fundamental auf die Nerven gegangen. Du musst ja nicht mitmachen. Ah, danke, ist ja nur meine Wohnung, aber kein Ding. Na dann, kannst du ja kochen und Marvin hilft dir. Auf gar keinen Fall. Marvin, darauf lassen wir uns nicht ein. Die wollen nur hier in Ruhe ihre Kids-Sendung gucken. Simon, was soll das denn? Oh, weißt du was?
Dila, du kannst echt mal deine Sachen hier wegräumen. Das nervt langsam. Kannst du nicht einfach mal. Ist alles okay? Wegräumen. Ich hab hier nicht so Bock drauf. Ja, wegen Simon? Und wo ist meine Foundation? Er ist manchmal ein kleines Ekelpaket, aber er meint das nicht so. Oh nein. Gib ihm eine Chance. Wollen wir nicht vielleicht einfach lieber ins Kino? Also gut. WG-Abend? Wir gucken auch nicht die Brücken vom Bosporus, versprochen. Obwohl Simon mittlerweile ein ganz großer Fan ist. Naja. Boah, was waren das noch für Zeiten, als das hier eine reine Männer-WG war? Also mit zwei Frauen zusammenzuleben, das ist völliger Wahnsinn. Wirklich, die haben jeweils vier verschiedene Gesichtscremes. Jede. Weißt du, das ist reine... Simon. Für mich einen Kaffee, bitte. Und ich hätte gern einen Cappuccino, aber ungesüßt, bitte. Sehr gerne. Wieder hat die in der Silvesternacht ein Kind gemacht? Ja, wovon ich 22 Jahre lang nichts wusste. Aber gut, besser spät als nie. Niki ist großartig. Niki? Ein Mädchen? Ja, das ist eine tolle junge Frau. Sie ist gerade mit ihrem Freund nach Schwerin gezogen. Arbeitet als Pferdewirtin. Also, die Tierliebe hat sie auf jeden Fall von mir. Da sitzt da vor mir der olle Matze und ist plötzlich Vater geworden. Ich fass nicht. Ja. Wahnsinn. Aber sag mal, wie sieht's bei dir aus, mit deinem Sohn? Hat sich euer Verhältnis ein bisschen gebessert? Mein Lieblingsthema. Wir haben keinen Kontakt, seit Jahren schon nicht mehr. Er war noch mal bei dir in Hannover, oder? Ja, das endete in einer Vollkatastrophe. Aber sag mal, also du und Birgit, ihr habt also quasi das luxuriöse Dubai gegen das schnuckelige Lüneburg eingetauscht. Ja, das ist mein Lieblingsthema. Birgit und ich... Wir haben uns getrennt. Was? Echt jetzt? Mhm. Sie ist in Dubai geblieben? Nein, sie ist mit nach Lüneburg gekommen, aber sie ist jetzt in Frankfurt, arbeitet in einem Hotel. Das hätte ich nie gedacht, dass sie sich eines Tages von dir trennt. Ich habe mich von ihr getrennt. Naja, komm, egal. Was ist mit dir? Immer noch Single? Ich genieße meine Freiheit, wenn du so willst. Na, verstehe. Aber lenk mal nicht ab. Erzähl mal, was läuft denn da mit, der, mit dieser Steffi Graf? Da ist nichts. Erzähl mir doch nichts. Na komm. Ja, wie ich sehe, hast du deine Beobachtungsgabe nicht verloren. Berufsbedingt. Also, um ehrlich zu sein, zwischen Sandra und mir, da ist leider nichts mehr. Das sah aber anders aus. Ach, Ralle, komm, lass, das ist so wahnsinnig kompliziert. Na klar, es ist kompliziert. Naja, morgen machen wir erstmal Party. Um der alten Zeiten willen, okay? Mhm. Da verändern wir den Altersdurchschnitt um circa 30 Jahre. Na und? Ist doch egal. Call me Mr. Wayne, man. Ich freue mich riesig. Allein die Nominierung ist wirklich eine große Ehre für mich. Naja, jetzt möchte ich den Creative Management Award natürlich auch gewinnen. Ja, kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich von meinem innovativen Führungsstil. Das Drei Könige erwartet Sie. Ihnen auch. Wiederhören. Innovativer Führungsstil. Davon sind Sie aber ganz schön weit entfernt. Sie wissen ja nicht, wovon Sie reden. Dann bin ich mal gespannt auf die Mitarbeiterbefragung. So schlimm wird es ja wohl nicht sein. Das werden wir sehen. Frau Tietze vom Housekeeping hat sich übrigens gerade krank gemeldet. Vorsicht, Explosionsgefahr. Okay. Das Schloss klemmt irgendwie. Haben Sie eigentlich auch an der Befragung teilgenommen? War die nicht anonym? Also streng genommen dürften Sie mich das gar nicht fragen. Autoritärer Führungsstil, kein Vertrauen in die Mitarbeiter. Unflexibel? Was? Haben Sie was anderes erwartet? Das Drei Könige genießt einen ausgezeichneten Ruf. Wir sind das führende Hotel in der Stadt. Ja, das mag ja sein. Aber darum geht es bei diesem Award ja nicht. Sondern eher um spezifische Managementqualitäten in Bezug auf das Personalwesen, oder? Täusche ich mich? Auch da tue ich, was ich kann. Wenn ich nicht ständig hinterher wäre, würde hier gar nichts laufen. Ja. So, ich mache dann mal Feierabend und morgen weiter, ja? Wie jetzt? Ja. Sie waren ja gegen Leitzeit. Schönen Abend.
Hey. Hey. Wieso bist du nicht in der Spedition? Ich brauchte mal eine kurze Pause. Außerdem habe ich... Was ist das? Mir ist eine Idee gekommen, wie ich mich nicht von noch mehr Fahrern trennen muss. Wir verzichten einfach auf einen Teil unseres Gehalts. Also zumindest für ein paar Monate. Und um das auszugleichen, verkaufe ich diesen alten Krempel hier. Das Fahrrad ist sowieso viel zu groß, das Ding ist potthässlich. Und keine Ahnung, wozu ich jemals einen Entsafter gebraucht hätte. Und die Kaffeemaschine? Kaffee kann man auch von Hand brühen. Das ist sowieso viel gesünder. Ist das vernünftig? Du kannst unser neues Ladesystem nicht finanzieren, indem du eine Kaffeemaschine verkaufst. Das sind dann nur Peanuts. Weil dein Vorschlag ja so viel vernünftiger ist? Wie sieht der überhaupt genau aus, dein Plan? Ja. Wir lassen einen LKW der Lüneburger Flotte verschwinden. Mitsamt der Ladung. Als ob man einen LKW einfach so verschwinden lassen kann. Hör zu, wir streuen Indizien, die ganz klar auf diese LKW-Bande hinweisen. Die Versicherung zahlt den Leasinggeber das LKW, den Wert der Ware an den Kunden und unseren Auftragsverlust. Und wir verkaufen den LKW und die Ware auf dem Schwarzmarkt. Welchem Schwarzmarkt denn? Da muss man doch überhaupt erst mal rankommen. Ich habe noch Kontakte. Das ist doch Quatsch. Ich meine, wenn einer Firma, die wie wir so in Schwierigkeiten steckt, plötzlich sowas passiert, da wird doch jede Versicherung hellhörig. Und wenn schon? Die können uns nichts nachweisen. Wir sollten nur mal damit aufhören, mit allen möglichen Leuten über unsere Schieflage zu reden. Erklär das mal den Mitarbeitern, die Angst um ihre Jobs haben. Annette, ich verspreche dir, die Sache ist 1A wasserdicht. Und alle Ermittlungen laufen ins Leere. Ermittlung? Nee. Vergiss es. Ich mach das nicht nochmal. Ich will Sandra nicht nochmal so anlügen. Das macht doch eine ganz andere Abteilung. Hallo. Hallo. Das hatte ich vorhin noch vergessen. Ja, sie war noch ein bisschen abgelenkt. Kann sein. Entschuldigung. Oh, super. Na, das hört sich ja nach einer guten Nachricht an. Ja, ich bin der DJ auf der Abschlussparty vom Spotlight. Cool. Wissen Sie, warum der Laden zumacht? Ja, rentiert sich nicht mehr. Innenstadtmieten sind zu hoch und es kommt ja ein Supermarkt rein. Hm, schade eigentlich. Ja, die Jugend ist nicht mehr so feierwütig wie wir damals. Meinen Sie? Ja, die haben alle keine Kohle und machen sich mehr Sorgen um die Zukunft. Waren wir sorgenfreier in den 90ern? Nein, wir hatten nur Angst, dass alles zusammenbricht, also computertechnisch. Der Millenniums-Bug. Ganz genau. Umso schöner wäre es noch mal die 90er zu feiern, ha? Ja? Hm? Sie kommen da auch? Oh, nein, ich weiß nicht. Da kommen da vielleicht nur so 20-Jährige. Ich meine, die stehen doch so auf die 90er. Nein, das kommt da vielleicht nach unserem Alter. Ja, noch mal schön die Jugend feiern. Wissen Sie was? Geben mal 4 Freikarten mit. Ha? Bringen Sie noch mal 3 Freunde mit. 4 Freikarten? Ja. Geben wir noch mal richtig Gas. Super. Sag Bescheid, wenn du mit den Kartoffeln fertig bist. Sind fertig. Na, da hat aber jemand ein Tempo drauf. Bist diplomierter Kartoffelschäler oder was? Kann ich dir helfen? Ja. Danke. Und du, was machst du so beruflich? Ich helfe in der Spedition Rot. Ah, bist Speditionskaufmann. Nö. Hast du eine Ausbildung zum Restaurantleiter? Nee, aber ein BWL-Studium, das ist ja eine Grundlage. Abgebrochenes BWL-Studium. Und welches Studium hast du so abgebrochen? Keins. Das ist ein abgeschlossenes Studium. Medizin und Jura. Ah, shit.
Hat nur eine Ausbildung, oder? Simon, jetzt hör mal auf, ihn auszufragen, wirklich. Was denn, Mann? Ich versuche doch einfach nur nett zu sein und einfach mit den Gästen zu reden. So macht man das doch. Ja, trotzdem, hör mal auf, ihn auszufragen, bitte. Magst du Fußball? Englische Liga, ja. Liverpool oder City? Naja, Liverpool natürlich. Was aber auch nur an Kloppo liegt. Wobei ich auch nicht verstanden habe, warum der nicht zweimal hintereinander Trainer des Jahres geworden ist. Bei dem, was er alles abgerissen hat. Aber englischer Fußball ist halt auch eine ganz andere Nummer, weil du so super nah am Spielfeld bist. Das fand ich daran immer cool. Ist das so ultra nah am Stadion? Ich hatte nicht gedacht, dass ich mich mal so über Fußball freue. Frei am Stadion. Und ich habe mich dann jetzt. Das wird schon. Wenn du dein Getränk in der Hand hast, ne? Und es kommt ein richtig doller Ball. Oh, Vorsicht! Achtung! Jetzt? Was hast du denn da? Ich habe im Keller geguckt. Von ein paar Sachen kann ich mich auch trennen. Vielleicht können wir dann die Kaffeemaschine behalten. Still hin, oder? Ich. Was hast du denn da alles? Zeig mal. Ah! Oh, das gibt's doch nicht! Genau die gleiche hatte mein Opa auch. Damit hat er mir gezeigt, wie man fotografiert. Blende, ISO, Belichtung und so weiter. Habe ich mal bei einem Trödler gekauft. Was ist los? Ich hätte nicht von meinem Opa anfangen sollen. Hat die Firma gegründet. Immer sauber und solide gewirtschaftet. Und ich? Ich denke hier über Versicherungsbetrug nach. Du hast mal gesagt, dein Opa hat immer alles dafür getan, dass es seinen Mitarbeitern gut geht. Ich glaube, dein Opa wäre stolz auf dich. Warum? Weil du kämpfst. Mit allem, was du hast. Du gibst nicht einfach auf. Das Wohl deiner Mitarbeiter liegt dir genauso am Herzen wie deinem Opa. Da ist was dran. Also mach dir keine Vorwürfe, wenn du über kreative Lösungen nachdenkst. Wir nehmen es von den Reichen und retten deine Mitarbeiter. Wir Helden in grünen Strumpfhosen, oder was? Der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Aber manchmal. Entschuldige, aber ich brauche noch mal ein bisschen frische Luft. Du bist wirklich nach England? Also ja. Über dein Timing müssen wir noch mal reden, jetzt wo ich nach Lüneburg komme. Guck mal, da ist hier wieder deine Steffi Graf. Hallo, Ralf Sobotta. Hallo, Sandra Reichert, freut mich. Ja, wir waren vor 22 Jahren auf derselben Silvesterparty. Ich war Vincent Vega aus Pulp Fiction. Ich war Steffi Graf, aber das wissen Sie vermutlich schon. Tja, die legendäre Nacht. Aber wem sage ich das? Ja, wir wollen morgen auf die Abschiedsparty gehen. Kommen Sie mit? Das haben wir doch noch gar nicht geklärt. Na klar, das kannst du doch nicht entgehen lassen. Also komm schon, wann hast du das letzte Mal abgerockt? Ja, auf Nikis Geburtstag. Siehst du, da seid ihr nicht aus der Übung. Also morgen wird getanzt. Ich hätte sogar 4 Freikarten. Na, das wird doch immer besser. Na ja, gut, dann. Also morgen, ja. Ja, gut. Hendrik hat wochenlang diese Tabletten genommen, damit er in seinem Job besser funktioniert? Ja. Ja, und hat er? Was? Na, besser operiert. Natürlich hat er nicht besser operiert. Er hatte am Anfang mehr Ausdauer, bis die Nebenwirkungen angefangen haben. Aber er war nie weggetreten oder in einem Rausch. Wir reden von Aufputschmitteln. Auf Dauer ist man da weniger stressresistent. Ja, entschuldige, ich kenne mich mit diesem Thema überhaupt nicht aus. Das musst du ja auch nicht. Wie geht's denn weiter? Er musste eine Selbstverpflichtung unterschreiben. Britta ist dein Lebenspartner. Hast du denn überhaupt kein Vertrauen? Darum geht's doch gar nicht. Möchtest du von einem Arzt operiert werden, der Aufputschmittel genommen hat? Nein. Und außerdem musst du nicht hupen. Du kontrollierst jeden und alles. Fängst du jetzt auch noch damit an?
Hat es etwa noch jemand anders gewagt, dich zu kritisieren? Unser Haustechniker. Ach, er ist so ein Idiot. Dabei möchte ich doch einfach nur den Award gewinnen. Was hast du eigentlich davon? Nichts. Prestige fürs Hotel. Und einen klitzekleinen Sportwagen. Weiß schon. Das war voll lecker. Danke, Dilay. Türkischer Shakshuka. Ein Rezept von meiner Oma. Danke. Mag noch jemand einen türkischen Kaffee? Bleib jetzt. Oder ein Bier? Danke fürs Essen. Wir gehen dann mal in den Zimmer. Wie, ihr geht dann mal? Warum das denn? Ich dachte, wir verbringen den Abend zusammen. Was willst du denn noch machen? Naja, keine Ahnung. Wir können ja noch was spielen oder so. Hm? Was denn? Ich hab noch nie, zum Beispiel. Super. Mal sehen, ob du auch so langweilig bist, wie du aussiehst. Wie geht das nochmal? Pass auf, das sagt einer. Ich hab noch nie zum Beispiel, keine Ahnung, gekifft. Und wenn das auf dich nicht zutrifft, musst du trinken. Okay. Hast du da Lust zu? Ach komm, das macht so Spaß. Und wir stellen auch keine intimen Fragen, oder? So. Also, ich hab noch nie geklaut. Lotte! Lotte! Lippenstift mit 13, okay? Und du? Er muss das nicht beantworten. Okay. Ich war noch nie länger als eine Stunde auf einer Polizeistation. Ich bin noch nie... Ist nicht mal jemand anderes dran mit Fragen? Eigentlich immer der, der trinken muss. Ah. Okay, gut. Ich wurde noch nie von einer Frau verlassen. Ich bin noch nie verhaftet worden. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Hey, das tut mir leid. Soll ich mitkommen? Wir sehen uns morgen. Warte mal kurz. Bitte. Was soll das? Was soll das? Ich kann doch nicht an, dass er bei dem Thema gleich so explodiert. Am Ende ist er noch ein Knasti. Ich mag Marvin. Er ist ein toller Mensch und er ist mega empathisch. Und dass er 3 Jahre im Gefängnis war, das interessiert mich überhaupt nicht. War lecker. Danke für die Einladung. Du warst scheinbar richtig hungrig. Wieso? Du warst zu still beim Essen. Wie gesagt, war lecker. Du sparst jetzt aber nicht an Lebensmitteln, weil deine Firma pleite ist. Quatsch. Wie läuft's mit den Entlassungen? Ist hart. Aber jetzt ist Feierabend. Wir gehen also morgen mit Vince Vega und Matthias ins Spotlight? Ich weiß nicht. Doch, natürlich. Um der alten Zeiten willen. Das wird bestimmt lustig. Enttäuschte Hoffnung? Ich glaube, da hatten Matthias und ich gerade genug von. Wieso? Jetzt, wo er weiß, dass du Bernd endgültig in die Wüste geschickt hast, steht eurem Glück doch nichts mehr im Wege. Moment mal. Woher weiß Matthias, dass ich Bernd in die Wüste geschickt habe? Naja. Könnte sein, dass deine beste Freundin deinem Glück da so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Das darf doch nicht wahr sein, Annette. Wieso? Du rückst nie mit der Sprache raus und ich finde, er muss das wissen. Ja, und wann wolltest du mir das sagen? Ich dachte, das müsste ich nicht. Ich dachte, er würde auf dich zugehen. Ja, ist er aber nicht. Hättest dir deine Kuppelei sparen können. Okay, sorry. Entschuldigung. Außerdem, er hat eine Entscheidung getroffen. Unabhängig von mir. Er geht nach England. Dann nimm den Abend doch vielleicht als Abschied. Um unseren Schlussstrich zu feiern? Ja. Finde ich besser, als sich so verdruckst aus der Nummer rauszuschleichen. Nach eurer Geschichte. Lass uns auf diese Party gehen. Und wir verkleiden uns genauso wie damals. Ralle, das ist keine Kostümparty. Das ist doch egal.
Du kannst ja gerne als Vincent Vega kommen und alle beeindrucken, aber ich werde da sicher nicht in Tennisshorts aufkreuzen. Also deine Steffi Graf wird sich über dieses Zeichen sicher freuen. Ja, ist allerdings das falsche Zeichen. Nee, komm, lass mal gut sein, Ralle. Sag mal, weißt du eigentlich, wie du mir in der Millenniumsnacht in den Ohren gelegen hast? Ich habe die Frau fürs Leben gefunden. Ich würde alles dafür tun, dass ich sie wiedersehen kann. Ja, ich war Anfang 20. Da sagt man so ein Zeug. Jetzt hast du aber die Gelegenheit und nutzt sie nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe dir doch gesagt, dass es da auch noch einen anderen gab. Der scheint dir wohl nicht mehr im Spiel zu sein. Ja, aber das weiß ich von ihrer besten Freundin. Ach so, verstehe. Und du willst, dass es von ihr kommt? Also, nach dem ganzen Hin und Her, da bräuchte ich schon mal so eine klare Ansage von Sandra, ja. Mhm. Dann sag ihr das, nicht mir. Ach, ich bin ja sowieso schon mit einem Bein fast in England, in Worcestershire. Okay. Jetzt erzähl mal, was ist das für ein Job? Hm? Ich soll die Leitung eines Gestüts übernehmen. Ah, hoffentlich mit robusten Vollblütern. Vollblutaraber, ja. Ein Bekannter von mir aus Dubai. Der zieht da hin und der will einfach seine Pferde um sich haben. Und will natürlich, dass sie artgerecht gehalten werden. Ist eine tolle Landschaft da. Das ist der perfekte Job für mich. Hm. Okay, aber erstmal wird gefeiert. Und du meinst also, Abschied und schlechtes Timing sind gute Gründe für eine Party? Ja, unbedingt. Cheers. 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 Lotte, können wir noch mal sprechen vielleicht? Charlotte? Was ist? War Marvin wirklich 3 Jahre im Gefängnis? Ja und? Ja, was heißt ja und? Das ist schon eine wirkliche Nummer. Der Kerl ist kriminell. Jeder hat eine zweite Chance verdient, das sagt auch Herr Lüder. Dafür muss er echt ganz schön was verbrochen haben. Ich meine, man kriegt nicht 3 Jahre, weil man einen Lippenstift klaut. Ah, ach nee. Du weißt, was er getan hat? Ja. Er hat mir das im Vertrauen gesagt, das werde ich jetzt wohl nicht ausplaudern, oder? War's das? Warte mal. Wir fühlen uns nicht gut damit. Womit? Dass du mit ihm zu tun hast? Ich bin erwachsen, okay? Ich weiß, was ich tue. Charlotte, entweder war da Gewalt im Spiel oder sehr viel kriminelle Energie. Jeder macht mal Fehler. Ja, aber er kann diesen Fehler auch einfach nochmal machen. Du wirst es jetzt nicht hören wollen und wahrscheinlich auch nicht gut finden, aber ich will nicht, dass er nochmal hierher kommt. Ich kann Simon verstehen. Hey. Hey. Da bist du ja schon wieder. Geht's besser? Ich glaube, solange ich diese Geldsorgen habe, kann ich mich einfach nicht richtig entspannen. Ich weiß, was du sagen willst, aber nein. Ich werde Sandra nicht nochmal anlügen. Okay. Ich versuch's lieber nochmal bei der Bank. Ich meine, jetzt, wo ich ein paar Mitarbeiter entlassen habe und wir auf einen Teil unseres Gehalts verzichten, ist die Bilanz doch eine andere. Da können sie mir doch vielleicht einen Kredit geben, hm? Oh, es hat jemand wegen des Rennrads angerufen. Kommt morgen in der Spedition vorbei. Wenn es ihm gefällt, nimmt das gleich mit. Hey, super. Das ist doch vielleicht ein gutes Omen für den Kredit. Du glaubst nicht dran, oder? An den Kredit, meine ich. Versuch macht klug. Mensch. Ich will doch einfach nur mal wieder unbeschwert in die Zukunft gucken. Ohne das Schicksal meiner Mitarbeiter im Nacken. Und ohne den mahnenden Zeigefinger meines Opas. Den sehe ich die ganze Zeit vor mir. Und wenn ich die Sache ganz allein durchziehe? Ohne, dass du irgendwas weißt?
Wie soll das denn gehen? Na ja, ich plane alles, übernehme die Verantwortung und erzähle dir einfach nichts. Dann brauchst du Sandra auch nicht anzulügen. Das ist irgendwie süß von dir. Aber das ist doch Quatsch. Ich kenne den Plan doch schon. Vielleicht denke ich mir ja noch was ganz anderes aus. Hey, ich will doch nur, dass du wieder glücklich bist. Und ohne Sorgen. Ich versuch's morgen erstmal nochmal bei der Bank. Ich hätte gern einen Cappuccino. Mhm. Einmal wie immer, bitte. Sehr gern. So, Abrechnung. Bilanzen. So, bitteschön. Danke. Dankeschön. Was ist das denn? Mein Cappuccino, denke ich. Ungesüßt. Im Gegensatz zu diesem hier. Da ist Karamell drin. Sehr süß. Entschuldigung, Sie haben unsere Kaffees verwechselt. Oh, das tut mir leid. Ich mache Ihnen sofort neue. Kann hier mal vorkommen. Hey. Von wegen Kaffee kann man auch mit der Hand machen. So sparen wir kein Geld. Für den Banktermin brauchte ich einfach einen richtigen Kaffee. Hast du das Heide-Echo heute schon gelesen? So, Entschuldigung nochmal. Ein Cappuccino-Karamell. Danke, alles gut. Dankeschön. Gerne. Was ist damit? Das spielt uns in die Karten. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt. Ich gehe jetzt erstmal zur Bank. Viel Glück. Das sind dann 3,80 für die Brötchen und eine Kiwi fürs Töchterchen, bitte. Das ist süß, danke schön. Sehr gerne. Was macht die Renovierung? Oh, die geht voran. Ah, oh, schön. Hi. Werner, wie schnell bekommst du 2 Platten mit belegten Brötchen hin? Was heißt schnell? Frau Fährmann hat sich überlegt, bei der Mitarbeiterversammlung belegte Brötchen reichen zu wollen. Und wir haben im Carlos einfach nicht mehr genug. Mitarbeiterversammlung? Ja. Davon weiß ich ja gar nichts. Vielleicht im Spam gelandet. Ich brauche eine Stunde. Das ist super. Nee, im Spam ist nichts. Dann seien Sie doch froh, dass Sie da nicht hin müssen. Wieso? Ach, Frau Fährmann versucht, die Belegschaft mit belegten Brötchen zu besänftigen. Aber wir wissen ja beide, wie verhasst Ihre Effizienzmaßnahmen sind. Also, Sie meinen, das kann ein Übel für Sie enden? Ja, gesteinigt wird sie jetzt nicht sofort werden, aber einen ordentlichen Kutau wird sie schon hinlegen müssen. Ich denke, ich bringe die Brötchen mal persönlich vorbei. Also, ich finde, sie macht ja einen tollen Job. Das Hotel läuft bombig. Ja. Kommunikation ist nicht so ihre Stärke. Nee, ihre Stärken liegen sicher woanders. Aber das wissen Sie ja besser als ich. Ja. Werner, ich hole die Brötchen dann ab, ja? Ja, okay. So. Stimmt so. Oh, danke. Tschüss. Tschüssi. Ja, tut mir leid, dass ich Sie so früh aus dem Bett geholt habe. Anstrengende Nacht, lange Nacht. Ich konnte ewig nicht einschlafen. Probleme? Entschuldigung. Guten Morgen, schön, dass Sie so schnell kommen. Guten Morgen. Ja. Sie haben vorhin Schüsse im Wald gehört? Ja, allerdings glaube ich nicht, dass es Wilderer waren. Es klang eher nach einer Handfeuerwaffe. Na, am besten zeigen Sie uns mal, von wo die kamen, und dann schauen wir uns dort mal um. Ja, nein, Entschuldigung. Ach, wir Förster, gleich. Ja, Flickenschild hier. Hoffentlich ist da niemand mit einer Waffe unterwegs. Ja, hoffentlich nicht. Guck dir das an, ich hab's mir gleich gedacht. Du bist eine Politesse. Junger Mann. Bisschen mehr Respekt. Schon gut. Der soziale Umgang von Herrn Köpke war in den letzten Jahren etwas eingeschränkt, ha?
Aber hoffentlich bringt das meine Mitbewohnerin dir wieder bei. Dem Knastbruder muss erst die Welt erklärt werden. Regeln und Gesetze sind so gar nicht deins, ne? Du weißt rein gar nichts über mich. Ja, genau das ist das Problem. Charlotte auch nicht. Ich würde sagen, wir beruhigen uns jetzt erstmal wieder. Ihr könnt mich alle mal. Ich will mit eurer scheiß WG-Welt nichts zu tun haben. Ich bitte um Entschuldigung, es hat ein bisschen länger gedauert. Aber können wir? Ja. Nicht kreditwürdig. Erbsenzähler. Ich hatte gehofft, es klappt. Ich auch. Pass auf. Ich erzähle dir keine Details. Je weniger du weißt, desto leichter kannst du mit Sandra reden. Annette Roth? Ja. Sie sind das. Die Frau mit dem übersüßten Kaffee. Ach, der Cappuccino-Mann. Ja, hallo. 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 Hi. Malte Neumann. Ralf Sobota, freut mich. Hi. Mein Mann. Ach, okay. Ja, ich komme wegen des Rennrads. Ach so. Ja, natürlich. Top-Ausstattung, kaum benutzt. Haben Sie ein Kopffilet? Ja. Cool. Ich will ja keine Hehler-Ware kaufen. Sie wissen ja, mit den Fahrrädern ist das so eine Sache. Okay, darf ich denn eine Runde drehen? Ja, bitte. Klar. Okay, cool. Super. Moment. woher sollen wir wissen, dass Sie nicht damit abhauen? Okay. Ich lasse Ihnen dann einfach mal meinen Autoschlüssel da. Das müsste ja als Pfand reichen, ne? Dann bis gleich. Hm. Ja. Der Ausgang war da, oder? Ja, genau. Hier entlang. Dann. Danke. Sie auf den Hof. Glaubst du, der hat was gehört? Nö. Und wenn schon? Der hat doch überhaupt keine Ahnung, worum es ging. Ach, noch schnell was für die Mitarbeiterversammlung kaufen? Woher wissen Sie das? Sie haben mich also absichtlich nicht eingeladen. Da will man einmal nett sein. Sie sind doch viel beschäftigt als Zimmermann und Vater. Das ist sehr freundlich. Vielen Dank. Moin. Moin. So richtig glaubwürdig war das nicht, oder? So wie ich Amelie kenne, will sie einfach niemanden dabei haben, der ihr Kontra gibt. Und ich dachte, sie steht auf Auseinandersetzung. Ja. Sie lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, das stimmt. Aber natürlich ist es für sie schöner, wenn alle genau das tun, was sie sagt. Ja. Naja, sie liegt ja auch oft richtig, zumindest was das Hotel angeht. Und ja. Sie ist wahnsinnig engagiert. Ja, ja, ja. Sie ist Perfektionistin. Immer gewesen. Mensch, wo bleibt denn der Typ mit meinem Fahrrad? Du, wenn dich die ganze Sache so mitnimmt, dann sag nein. Damit ich wieder vor der Entscheidung stehe, wen ich als nächstes kündigen soll? Haben wir wirklich alles versucht? Ich meine, wir brauchen doch nur einen oder zwei neue Kunden. Das müssten dann aber ziemlich zahlungskräftige Kunden sein. Und die gibt der Markt im Moment einfach nicht her. Gibt es wirklich keine andere Lösung? So ist es am besten. Glaub mir. Und ich halte dich da komplett raus. Ich weiß. Danke, dass du so weit gehst. Ich will einfach nur, dass du endlich deine Sorgen los bist. Okay. Zieh's durch.
Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ab jetzt kein Wort mehr über Schwierigkeiten. Entlassung oder so, ja? Zu niemandem. Okay. Hallo. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Alles klar, also ich kaufe das Rad. Ach, schön. Hier, ich habe auch den Kaufbeleg. Super. Soll ich bar zahlen oder mit Luna Pay? Gerne bar. Machst okay. du das? Ich bin mit Sandra verabredet. Klar. Okay. Vertrauen. Okay. Bitte. Ja. Hast du den Vorgang schon angelegt? Zu den Schüssen im Wald? Marvin Köpke, Delay. Ist schon weg. Wolltest du grundlos einen Ex-Häftling durchchecken? Nur ganz kurz. Wenn du dabei erwischt wirst und keinen triftigen Grund nennen kannst für deine Überprüfung, dann wird das rechtliche Konsequenzen für dich haben. Ist mir klar. Ich will nur wissen, mit wem Charlotte es zu tun hat. Und warum dieser Typ 3 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Na, ich kann verstehen, dass du dich um deine Freundin sorgst. Aber wenn das rauskommt, steht das in deiner Akte. Gibt es denn irgendwelche Anzeichen dafür, dass er nicht sauber ist? Nein. Charlotte meinte, er hat sich geändert. Sonst würde auch Gunther Flickenschild ihn bei sich nicht aufnehmen. Aber trotzdem habe ich so ein Gefühl... Ja, Gefahren zu sehen, das gehört ja auch zu unserem Job. Aber wir sollten nicht unnötig misstrauisch sein. Vorverurteilung macht es Menschen schwer, in einer Gemeinschaft anzukommen. Das muss ich dir ja wohl nicht sagen. Hey. Na, wo drückt der Schuh? Du, bei mir ist alles in Ordnung. Und bei dir? Auch alles gut. Okay, auch mit der Firma? Entlassungen? Ja, ja, die sind erstmal vom Tisch. Ich verkaufe jetzt einfach ein paar Sachen, die ich nicht mehr brauche. Oh, dein Spinningrad? Nein, nur Sachen, die ich nicht mehr brauche. Das gibt's doch nicht. Der Typ ist ja wohl auch gerade überall. Sandra, waren Sie verabredet? Ja. Ihr kennt euch? Das ist Vincent Vega. Ach, Sie sind der Kumpel von Matthias. Im wahren Leben Ralf Sobota. Aber das wissen Sie ja bereits. Moment, woher kennt ihr beide euch? Ich habe gerade Ihr Fahrrad gekauft. Und heute Morgen meinen Kaffee getrunken. Ja, das war sehr süß. Also der Kaffee. Hm. Euch ist schon klar, dass wir demnächst zusammen zu viert auf eine Party gehen? Ach was, dann sollten wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Wie wär's mit dem Kaffee? Und für Sie natürlich einen Eimer Karamellsoße. Hm? Ja, warum nicht? Okay, gehen wir. Ich muss jetzt nur noch mein Fahrrad irgendwo noch absperren. Oh ja. Vielleicht sollten wir noch ein paar Minuten warten. Ein paar der Kollegen kommen bestimmt noch. Wir hätten schon vor 5 Minuten starten sollen. Da kommt niemand mehr. Bitte. Ja, schön, dass wenigstens ein paar von Ihnen meiner Einladung gefolgt sind. Na, wenn das keine nette Überraschung ist, Herr Eilers. Entschuldigen Sie die Verspätung, Frau Fährmann. Machen Sie ruhig weiter. Gut, am besten kommen wir gleich zum Hauptthema dieser Versammlung. Ich habe Ihre Mitarbeiterbefragung ausgewertet. Und dabei stellte sich heraus, dass nicht alle von Ihnen damit zufrieden sind, wie ich dieses Hotel führe. Wissen Sie, mir ist sehr daran gelegen, dass hier ein gutes Betriebsklima herrscht. Und ich weiß, dass jede und jeder einzelne von Ihnen gute Arbeit leistet. Das haben Sie gerade bei der Mondschau erst wieder bewiesen. Und deshalb möchte ich mich heute mit einer Kleinigkeit bei Ihnen bedanken. Ja? Also wirklich schade, dass nicht alle Mitarbeiter Ihre Ansprache hören konnten. Und diese Brötchenplatten sind wirklich ein netter Anfang, aber ich glaube, dass es als Dankeschön für die Belegschaft ein wenig mehr braucht. Wie meinen Sie das? Naja, also irgendwas, wo alle zusammen Spaß haben und Zeit miteinander verbringen. Vielleicht eine Teambuilding-Aktion oder so. Boah, super Idee. Oh,
willst du mich so erschrecken? Hab ich doch gar nicht. Wie auch immer, hast du Charlotte heute schon gesehen? Die wird wahrscheinlich arbeiten sein, denke ich. Sie geht an ihr Handy nicht ran. Vielleicht will sie auch nach gestern Abend nichts mehr mit uns zu tun haben. Boah, hoffentlich ist sie nicht bei diesem Ex-Knacki. Ich habe beschlossen, meine Chance zu geben. Warum? Weil Vorurteile nicht fair sind. Und jetzt willst du an das Gute im Menschen glauben? Das tue ich schon die ganze Zeit. Außer es ist ein hoffnungsloser Fall. Und was ist, wenn er uns die komplette Bude leer räumt oder sonst was mit Charlotte macht? Simon, er hat gesagt, dass er mit uns nichts zu tun haben will und ja. Gilt das auch für Lotte? Ich glaube schon. Hi. Hey. Das hat er gesagt? Er meinte nur, er will mit uns nichts mehr zu tun haben, weil, aber... Das ist ja vielleicht auch besser so. Spaß dir. Idiot. Charlotte, warte. Das sah mir ja wie ein Flirt aus. Harmlos. Du weißt doch, dass ich verheiratet bin. Sehen Sie, wenn ich da mal aufgegabelt habe. Das meinst du also mit wir beide gehen mal einen Kaffee trinken? Na, da ist unser Feierquartett ja jetzt vollständig. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Und? Freust du dich schon auf England? Mhm. Ja. Und bei dir? Wie läuft's auf dem Revier? Sie sind also die Inhaberin der Spedition Rot? Ja. In dritter Generation. Ein Familienbetrieb? Ja. Wie kommen Sie denn mit der momentanen Situation klar? Welche Situation meinen Sie? Ich glaube, Ralf spielt auf die Situation mit der LKW-Bande an. Nein, ich meinte das jetzt eigentlich wirtschaftlich gesehen. Über die Arbeit möchte ich nicht reden. Wieso? Die da wäre? Ralf ist der neue Oberstaatsanwalt für Lüneburg. Oh. Was machst du denn hier? Hey. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wieso? Delay meinte, dass du nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Ja, ich glaube, das ist besser. Ich passe einfach nicht in dein Leben, Charlotte. Und die Leute von dir, die mögen mich auch. Nein, das ist Quatsch. Niemand passt so gut in mein Leben wie du. Wirklich? Du verstehst mich. Du denkst wie ich. Du ermutigst mich, Dinge auszuprobieren, die mir gut tun. Die Modenschau. Ich habe sowas noch nie erlebt und ich will nicht, dass es aufhört. Und ich will auch für dich da sein und zu dir stehen. Mir ist es komplett egal, was die anderen sagen. Meinst du das ernst? Ja, weil ich mich in dich verliebt habe. Jetzt hat sich meine Küchenhilfe krank gemeldet. Das war schon die Aushilfe der Aushilfe. Das heißt, ich muss heute alleine die ganze Küche putzen und wenn ich Pech habe, auch noch die nächsten Nächte alleine. Und was wäre, wenn das Marvin bei dir übernimmt? Also gut, wir machen die Schnitzeljagd. Rufen Sie bitte die Firma an und buchen gleich, ja? Und Sie kommen mit. Ich? Also ich muss auf mein Dach. Na, das kann warten. Sie haben mir diese Suppe eingebrockt. Also werden Sie sie auch mit mir auslöffeln. Und wenn ich den Dienst für dich übernehme? Du mit deinem Bein? Tanzen kann ich ja, wie gesagt, sowieso nicht. Aber du! Also, du trägst heute das Spotlight würdig zu Grabe und tanzt, bis die Bude brennt.